Daniel und Judith nehmen sich die Zeit, um in Ruhe und unter vier Augen zu sprechen. Die Spannungen zwischen Tutu und Judith bemerkt auch Daniel. Doch dieser sieht das bislang noch nicht so dramatisch wie Judith. Ich würde gleich mal mit Daniel sprechen einfach und auch sagen, dass hier ein ganz schönes Chaos herrscht und dass es so ein, zwei Sachen gibt, die total einfach wären zu verändern. Und vielleicht hat er Bock, irgendwie sich das anzuhören und auch was zu ändern. So, okay, jetzt schieß mal los. Also, es ist eine Form von Respekt, die irgendwie nicht gegeben ist. Das fand ich jetzt irgendwie eine uncoole Situation. Es gibt mir ein total schlechtes Gefühl. Ich meine, ich will ja nicht die Leute verändern oder so, aber mir fallen halt Dinge auf, weil ich von außen einfach frisch reinkomme, weißt du? Guck mal, bei mir, ich sehe das ja genauso. Ich freue mich, dass du da bist, weil ich glaube, wir sind wirklich alle betriebsblind. Wir raffen das gar nicht mehr, uns geht's zu gut irgendwie. Aber irgendwie ist trotzdem alles Chaos und ich spüre, dass ich was machen muss und dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass ich die alle nicht mag oder nicht liebe. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ja, aber die wollen es halt einfach nicht verstehen. Ja, natürlich, weil wer will denn so aus seinem Muster raus? Das ist immer anstrengend. Aber es gibt einfach so ein paar Dinge, die mir auffallen, wo du einfach ganz klar Geld sparen kannst, wo du Zeit sparen kannst. Und ich glaube, wenn jeder sich darauf einstellt, was für alle einfacher ist. Also wenn man klare Regeln hat. Was denkst du denn genau, was das ist? Sag mir mal genau, was du dir, also ich raff's ja auch kaum. Also ganz konkret zum Beispiel, dass einfach jeder kommt und geht, wann er will. Wenn man klar hätte, wann die kommen und wann die gehen, wie ihre Arbeitszeiten sind und jeder hat eine Pause, dann kann man viel mehr Leute tätowieren an einem Tag. Also wenn man Dienstpläne schreibt quasi, ich weiß, die wollen sich immer nichts erzählen lassen, aber du bist der Chef und du musst einfach sagen, wann beginnt die Arbeit und wann hört die Arbeit auf. Das kann nicht sein, dass jeder sich das aussucht. Mein ganzes Familiengefühl für meine Leute, das ist so groß geworden, dass ich gar nicht mehr sehe, wo die Fehler liegen. Und es wird Zeit, dass sich was verändert, weil ich habe einen Arsch voll Kosten an der Backe und irgendwann wird Zeit, dass das vernünftig läuft und deswegen ist ab sofort Judith meine rechte Hand. Es geht nicht anders. Okay, weißt du was, du hast recht. Du machst das jetzt. Na, scheiß auf Shop Guides. Du übernimmst jetzt Verantwortung und gibst ab sofort die Anweisung, damit sich was verändert. Ist dein Ernst? Das ist mein Ernst. Okay. Aber guck mal, weißt du, wie viele Jahre wir aufeinander hängen? Das ist auch gar nicht böse. Fakt ist eins, hier muss Veränderung rein und du machst das jetzt. Das wird nicht einfach. Das wird kacke, aber es ist drauf geschissen. So. So schnell wird man vom Shop Guide zur Shop Managerin befördert. Man muss einfach die Probleme ansprechen. Ich habe ein bisschen Angst, dass Daniel verkündet, was wir da jetzt eben abgesprochen haben. Weil Tutu ist eh im Moment nicht so gut auf mich zu sprechen. Ist schon ganz komisch die ganze Zeit. Der Rest, ist okay. So Jazz und Leonardo und die anderen, das ist okay. Aber ich glaube, das wird auf Widerstand stoßen. Hey Leute, kommt alle mal hierher, ich habe euch was mitzuteilen. Please everybody, come to me here, sit down. Meeting, we have a small meeting now. Alle Leute bei mir müssen jetzt verstehen, welche Position Judith bekommt und warum sie die bekommt. Also, es geht ganz schnell, es ist ganz kurz. Judith wird meine rechte Hand. Was sie sagt, ist ab sofort Gesetz hier. So, und sie hat auch gleich zu einer. Ach komm. Du redest die ganze Zeit, wir sind eine Familie und dann haust du einfach jemand Neues hier rein? Ich spreche doch gerade mit euch ab. Was hast du da? Sag mir einfach nur die ersten zwei, drei Sachen, die da aufgefallen sind. Na, gesagt habe ich, es ist so, dass jeder kommt und geht, wann er will. Das heißt, wie soll ich die Termine richtig einteilen hier als Shop-Guide? So, zweite Sache, die mir aufgefallen ist, jeder bestellt einfach seinen Kram, wo er will. Das heißt, du bestellst deine Farbe da, du bestellst deine Farbe da. Deswegen musst du jetzt Chef spielen, oder was? Naja, aber hörst du doch einfach mal an. Ich sag, wie wär's denn? Du machst doch einfach weiter, ohne Chef zu sein. Kraus ist hier der Chef. Ja, aber ich erkenne das auch gar nicht mehr. Gib ihr doch einfach eine Chance. Den Job als Shop-Guide. Ja, okay, ich will da gar nicht rumeiern. Ich will, dass ihr das macht und ich will, dass ihr eine Chance gebt und ihr sie nicht gleich zerstört oder kaputt spielt oder sonst was. Die Ideen, die sie hat, sind gut. Und sie teilt euch das einfach mit und basta. Krauses Entscheidung, dass er jetzt Judith als Chef dahinsetzt. Ich weiß gar nicht, was dieses Theater jedes Mal soll. Jedes Mal, wenn es hier eine Ansage gibt, wird diskutiert und alles ist kacke und alles ist scheiße. Okay, vielleicht hätte ich mir jeden einzeln vorher ins Gespräch nehmen müssen, aber warum? Ich kann sie doch alle hinsetzen und kann ihnen sagen, was ich jetzt beschlossen habe, weil am Ende bin ich ja immer noch der Chef hier. Weißt du was? Gib dir einfach mal eine Chance. Weißt du, die hat so ganz easy Dinge sich ausgesagt und die... Was ist denn jetzt mit dir? Was ist, ey?
Mann, ey, wird doch wohl irgendjemand mal eine Chance. Jeder kriegt doch hier irgendwie eine Chance oder was? Give this girl a chance, she's good. Finde ich kacke, vergiss es. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Mann, du versuchst doch wenigstens mal. Meine Fresse. Gibt's doch gar nicht. Was mit euch? Jo. I don't know, man. Jetzt dackeln die hier alle ab in alle Richtungen, lassen mich hier stehen, so wie so ein begossenen Pudel. Finde ich echt ein bisschen kacke von allen so. Und weiß jetzt auch nicht, wie ich mich da verhalten soll, aber Fakt ist eins, die Ansage ist gemacht worden. Und jetzt ziehen wir es durch und dann gucken wir mal, was passiert. Mann, ey. Aber Daniel, ganz ehrlich, du bist Chef und wenn du das ansagst, ich würde nicht so mit mir umgehen lassen. Ja, aber es sind trotzdem meine Leute und ich liebe die auch alle und ich höre immer hin und... Aber sich zu sperren gegen irgendwelche Veränderungen, ich meine, ich will auch nur Gutes tun, ja? Du hast mich hergeholt, damit ich frischen Wind reinkomme. Du hast recht, ja, es ist jetzt, wie es ist. Wir probieren das jetzt und es wird schon irgendwie gut gehen. Komm an. Die 24-jährige Patricia hat heute einen Termin bei Tattoo-Artist Leonardo. Bei der Suche nach dem richtigen Tätowierer hat sie in der Vergangenheit bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Natürlich ist mir das sehr wichtig, ein schönes Tattoo zu haben. Schließlich bleibt es ein Leben lang auf der Haut. Und ja, man sieht sich jeden Tag im Spiegel und vor allem auch ein zeitloses Muster sollte man sich aussuchen. Und daher auch... ja, dieser Leopard. Also ich denke nicht, dass ich den irgendwie bereuen werde. Ein fotorealistischer Leopard soll in Zukunft Patricias rechten Oberarm zieren. Ich hatte heute einen Termin bei Leonardo. Okay, was macht ihr? Es geht um meinen Oberarm. Patricia hat gelernt, wie wichtig es ist, sich vorab über den Tätowierer zu informieren. Ja, ich habe Leonardos Sachen im Internet gesehen und sein Stil hat mir besonders gut gefallen und deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Alright. So this is what I get for you. Yes, very nice. This is the leopard. Mm-hmm. You like? I like the idea, yes. Sounds good. Perfect. So you ready for the pain? Yes. Let's I do like it. The pain. Okay, cool. No pain, no gain. Na, wenn Patricia die Schmerzen mag, dann sollten die nächsten Stunden kein Problem werden. Sorgen macht sich Patricia nur über das Resultat. Perfect. Check it out. Got the mirror there. Klar hat man immer so ein bisschen Angst und Bedenken, wie das dann letzten Endes auf der Haut aussieht. Ob es wirklich genauso aussehen wird, vor allem bei realistischen Tattoos, da hat man immer so ein bisschen Angst. Aber ich bin da sehr optimistisch und vertraue ihm. So, you ready? Yes. Alright, so, get lost. Noch schaut Patricia etwas skeptisch. Ob das nachher immer noch so sein wird? Ich nehme dich mit in meine Welt und ich zeige